Auf dieser Welt ist irgendwie alles im Ungleichgewicht und spätestens seit dem Sommer 2015, also mit dem Beginn der Flüchtlingskrise oder vielleicht sagen wir so mit dem sichtbaren Beginn der Flüchtlingskrise für uns, ja, fragen sich doch viele Leute, was ist hier eigentlich los? Und die Gesellschaft, wie wir sie haben, die verfällt oder die zerfällt quasi in zwei Lager. Die Realisten hier und die weitaus größere Gruppe der Realitätsverweigerer, ja. Und ein Großteil unserer Bevölkerung tut wirklich alles, um sich nicht mit dieser Realität beschäftigen zu müssen. Und jeder berechtigte Zweifel, jeder, der das erhebt, wird sofort niedergeknüppelt. Und zwar nicht mit Argumenten, sondern immer nur mit einem einzigen Begriff, nämlich so, du bist doch Verschwörungstheoretiker. Ja, 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 alles klar. Du immer mit deinen Angriffen. Und dieser Begriff Verschwörungstheoretiker ist ein Meme, ein Begriff, den das FBI schon in den 60er Jahren geprägt hat, nämlich als Kennedy ermordet worden ist und dann immer mehr kritische Stimmen aufkamen, dass das nicht Harvey Oswald allein sein konnte, dass da was faul ist. Und das waren damals Assassination Theories, also Ermordungstheorien. Und es gab ein Memo vom FBI, die gesagt haben in diesem Memo, also wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das anders genannt wird, dass wir das negativ konnotieren und also heißt es in Zukunft Verschwörungstheorien, Conspiracy Theories. Und spätestens seit 9/11 wird jedem, der irgendetwas Offizielles in Frage stellt, natürlich mit diesem Begriff konfrontiert und haut man uns um die Ohren. Reflexartig. Das ist dann schon fast ein Automatismus, der da entsteht, weil dann muss man sich ja nicht mit den Fakten auseinandersetzen, sondern dann haben andere das Denken für mich übernommen. Das ist das, was ich wahrnehme. Ja? Und ich frage mich immer wieder, warum ist das eigentlich so? Wieso tun sich Menschen so schwer, ihr altes System loszulassen? Und wieso ist der Glaube an dieses System eigentlich wirklich so groß? Ja? Und jeder, der sich mit gesundem Menschenverstand die Berichterstattung in den Massenmedien in den letzten Jahren angeschaut hat, der muss zu dem Schluss kommen, dass gewisse Teile der Gesellschaft den Kontakt zur Realität vollkommen verloren haben. Das ist alles so offensichtlicher Blödsinn, dass man sich fragt, mit was für einer Chuzpe die Medien und ihr Milieu sich überhaupt trauen, damit in die Öffentlichkeit zu gehen und damit auch noch durchzukommen. Das lässt sich in der Tat, glaube ich, nur mit einem kollektiven Wahn erklären. Wahn heißt in diesem Zusammenhang nicht, dass alle Betroffenen tatsächlich wahnsinnig sind, sondern sie sind nur Opfer eines sich selbst erhaltenden, am Leben erhaltenden Warnsystems. Und vor allem diejenigen, die für unser Weltbild zuständig sind, diejenigen scheinen sich in ein fernes Wolkenkuckucksheim verabschiedet zu haben. Und seit einiger Zeit kommt ein Begriff, der immer mehr Dynamik bekommt, nämlich dieser Begriff, den wir alle kennen, nämlich die Lügenpresse. Oder eben, wie ich es gelesen habe, eine Erweiterung davon, die Lückenpresse. Und wir wollen prüfen, ob dieser Vorwurf denn eigentlich gerechtfertigt ist. Und da schauen wir natürlich gleich mal nach bei der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Was sagt denn die dazu? Da steht, Lügenpresse ist ein politisches Schlagwort, das polemisch und in herabsetzender Absicht auf mediale Erzeugnisse gerichtet ist und sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum nachweisen lässt. Also das Erste, was wir aus diesem Zitat lernen oder aus diesem Artikel lernen, ist, dass es diesen Begriff offensichtlich schon länger gibt. Also Mitte des 19. Jahrhunderts, ein paar Tage her. Es gab also damals schon Menschen, die der Ansicht waren, dass sie wohl nicht ganz wahrheitsgemäß unterrichtet werden. Oder wie es der dritte US-Präsident der USA im 18. Jahrhundert schon ausgedrückt hat, ich betrachte die große Masse meiner Landsleute wirklich mit tiefem Mitleid. Sie lesen die Zeitungen und leben und sterben im Glauben, sie hätten etwas von dem erfahren, was zu ihren Lebzeiten auf der Welt geschah. Also der Vorwurf scheint noch viel weiter zurückzugehen, als man zunächst annehmen möchte. Und das war sogar ein Insider, also der sollte es wirklich gewusst haben. Es ist also überhaupt nicht neu, dass Kritik an den Medien geübt wurde, denn auch in früheren Zeiten gab es immer Menschen, die gemerkt haben, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und zu allen Zeiten eben gab es Menschen, die gemerkt haben, wie sie manipuliert werden und vor allem eben auch durch wen. Ja. Doch es waren so wenige, dass es den Verlauf der Geschichte eigentlich nie so wirklich verändert hat. Eine kleine Gruppe von unvorstellbar mächtigen Menschen kontrolliert den Rest der Welt nach ihren Plänen von Vorstellungen, von Macht und Kontrolle und eine kleine Gruppe von Menschen weiß davon und kann nichts dagegen machen. Die Masse hat nie davon erfahren, wie auch. Wie sollten sie denn ihr Wissen verbreiten? Bücher lesen, die wenigsten konnten damals lesen. Aber jetzt ist alles anders. Wir sind online. Heute ist es eine andere Welt. Wir sind alle vernetzt und das verändert das ganze Spiel.
Noch nie war Wissen so schnell und so weit verfügbar. Und genau das ist unsere Chance, dass es diesmal anders ist. Das Internet hat die Spielregeln verändert. Und wir wollen jetzt mal gucken, wie es denn ausschaut mit unserer Presse. Wollen wir denen mal so richtig auf den Pelz rücken, schauen, den Spiegel vorhalten? Sollen wir das tun? Ja? Okay, ich bin einverstanden. Und wie gesagt, ich hatte ja auch Unterricht in meiner Schule. Wir sind in Medienrecht unterrichtet worden. Das war ein großer Bestandteil auch der Prüfung. Wir wurden abgefragt in Medienrecht. Wir hatten Redakteure des Bayerischen Rundfunks in unserer Klasse und haben da Unterricht bekommen. Und das war der Blick aus meinem Klassenzimmer ungefähr. Ja, so. Ich hatte also immer auch den Bayerischen Rundfunk hier im Blick und habe gesehen, aha, und zum Pressekodex habe ich was gelernt. Es gibt da einen sogenannten Pressekodex. Und in der Präambel des Pressekodex steht etwas drin, nämlich die im Grundgesetz der Bundesrepublik verbürgte Pressefreiheit schließt die Unabhängigkeit und Freiheit der Information, der Meinungsäußerung und der Kritik ein. Verleger, Herausgeber und Journalisten müssen sich bei ihrer Arbeit der Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und ihrer Verpflichtung für das Ansehen der Presse bewusst sein. Sie nehmen ihre publizistische Aufgabe fair, nach bestem Gewissen und Gewissen, unbeeinflusst von persönlichen Interessen und sachfremden Beweggründen wahr. Das steht schon in der Präambel drin, ja? Und Ziffer 1 des Pressekodex, was finden wir da zu lesen? Da steht nämlich die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. Jede in der Presse tätige Person wahrt auf dieser Grundlage das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Medien. Das ist die Bibel der Presse sozusagen, okay? Das sind deren Verhaltensanweisungen. Und dann habe ich mich einfach mal auf die Suche gemacht und was ich gefunden habe, möchte ich euch jetzt zeigen. Gehen wir ein bisschen zurück. August 1990, die Jüngeren werden sich nicht mehr so dran erinnern, aber ich weiß es noch genau, wann und wo ich da war. Da hat nämlich der böse, böse Saddam das arme Kuwait überfallen. So hieß es damals in den Medien. Was in den Medien nicht berichtet worden ist, dass eine amerikanische Firma namens Halliburton eine gewisse Technologie an die Kuwaitis verkauft hat, nämlich Schrägbohrtechnologie, made in the USA. Es wundert auch nicht, dass der damalige Chef von Halliburton später selber noch mit Politik zu tun hatte, nämlich Dick Cheney, Verteidigungsminister und Vizepräsident. Und was haben die gemacht, die Kuwaitis? Die haben einfach in den Irak reingebohrt mit dieser Technik, kilometerlang unter den Sand durch und haben dann einfach mal das Öl aus den irakischen Feldern abgepumpt. Einfach so. Und zwar gar nicht so wenig Öl, sondern immerhin Öl im Wert von 14 Milliarden Dollar haben die da einfach mal abgesaugt. Ja, und dann gab es damals eine Botschafterin aus Amerika im Irak, nämlich die April Glaspie. Die war 6 Wochen vor dem Angriff des Irak in Kuwait, war die noch bei Saddam und hat zu ihm gesagt, Saddam, this is none of our business. Okay, wenn du Stress hast mit deinen Nachbarn, make it for yourself. Uns geht es nichts an. Und Saddam hat sich gesagt, okay, wenn die das sagt, wird schon passen, weil mein alter Kumpel Donald hat mir damals, als er mir die Waffen gegen den Iran verkauft hat, auch gesagt, das geht schon in Ordnung. Ja? Also was hat Saddam gemacht? Ist nach Kuwait gefahren. Kurze Zeit später gab es dann eine UNO-Sondersitzung und da gab es diesen Auftritt hier. 10. Oktober 1991. Zeugenberichte aus Kuwait vor dem Menschenrechtsausschuss des US-Kongresses. Als ich dort war, kamen irakische Soldaten ins Krankenhaus. Sie rissen die Babys aus den Brutkästen und ließen sie auf dem kalten Boden sterben. Diese Aussage von einer angeblich kuwaitischen Krankenschwester wurde von der Bush-Regierung und sämtlichen anderen Politikern hunderte Male aufgegriffen, so nach dem Motto, die bösen, brutalen Irakis, die armen Babys und so weiter. Und das Ganze gilt heute als Lehrstück einer modernen Propagandageschichte. Das war nämlich die Tochter des kuwaitischen Botschafters in Washington. Und die wurde damals von einer amerikanischen PR-Firma speziell für diesen Auftritt geschult. Die wurde also angehalten zu lügen. Und das ist heute ein klassisches Beispiel für Propaganda. Und was das Ergebnis war, das wissen wir natürlich alle. The Highway to Death, damals 1991, Januar, 17. Januar, genau, ich erinnere mich. Und geführt wurde die ganze Armada der Kriegswütigen von diesen Herren hier. Norman Schwarzkopf in der Mitte, das war der Chef. Dann sein Stellvertreter Colin Powell und der damalige Verteidigungsminister Paul Wolfowitz. Mr. Colin Powell war ja einer der ersten farbigen
oder afroamerikanischen Generäle in der United States Air Force. Der hatte später nochmal einen berühmten Auftritt, nämlich genau 12 Jahre später. Da war er am 5. Februar 2003 bei der UNO gesessen. Und bei der UNO hat er etwas präsentiert, nämlich Solid Evidence. We have solid intelligence evidence that Iraq has weapons of mass destruction. Und diese Politshow, diese Dia-Show, die er da in dem abgehalten hat, war einer der Gründe, warum dann 2003 der Irak so richtig platt gemacht worden ist. Hinterher hat sich herausgestellt, ups, war doch nicht so richtig, hat nicht ganz gestimmt. Was man von dieser Karikatur halten soll, kann man sich ja wohl denken. Ein weiteres Beispiel für tolle Medienberichterstattung ist dieses Bild hier, nämlich Assads Armee rollt mit Panzern zur Mutter aller Schlachten, und das war in der Kronenzeitung in Österreich. Und für diesen Bericht haben die Österreicher, warum auch immer, ich weiß es nicht, vielleicht gab es keine anderen Bilder, ein Bild genommen von der European Press Photo Agency, der EPA. Und das wurde so verändert, dass es eben ausschaut, wie wenn dieses Ehepaar sich gerade hier in den Ruinen befindet und flüchtet. Das war aber gar nicht der Fall. Das war eine bewusste Medienfälschung. Die BBC hat am Mai 2013 dieses Bild veröffentlicht, das angeblich die Opfer von einem Massaker von den Truppen von Präsident Assad zeigt. Also der italienische Kriegsberichterstatter und Fotograf Marco Di Lauro hat sich gewundert über dieses Bild, weil er hat es persönlich aufgenommen, nämlich im Irak 2003, und hat sich noch gewundert, warum sein Bild jetzt in Syrien auftauchen sollte. Also auch ein klassischer Fall von Bildmanipulation, wie Bilder genommen werden, um quasi mit einem anderen Kontext versehen zu werden. Apropos Irakkrieg, ganz interessant, Pressekonferenz Berlin. Frau Merkel, 2002, 2003 haben Sie den Irakkrieg unterstützt, der ISIS entstehen lassen hat. Ist das Ihr politisch größter Irrtum gewesen? Ich unterstütze nie einen Krieg. Ich habe auch den Irakkrieg nicht unterstützt, sondern ich habe mich... Entschuldigung. So, und ich habe dann mal geguckt. Ich erinnere mich nämlich noch, was damals in den Zeitungen stand und überall. Spiegel Online schreibt am 22.03. Merkels Bückling vor Bush. Angela Merkel hat für einen handfesten Eklat gesorgt. In einem Beitrag für die Washington Post stimmte die CDU-Chefin in den Kriegsgesang der US-Regierung ein, wetterte gegen die Bundesregierung und brach damit nach Ansicht der SPD eine Tradition deutscher Politik. Das Internet vergisst nie was. Oder die FAZ, ein paar Tage später nur, am 27.03. Die hat geschrieben, Merkel verteidigt Irakkrieg. Noch klarer als bisher hat die CDU-Chefin Angela Merkel ihre Unterstützung für die Vereinigten Staaten und Großbritannien herausgestellt. Der Angriff auf den Irak sei eine unumgängliche Schadensbegrenzung. Ich unterstütze nie einen Krieg. Ich habe auch den Irakkrieg nicht unterstützt. Ich habe auch den Irakkrieg nicht unterstützt. Ich habe auch den Irakkrieg nicht unterstützt. Tja, und der Spiegel schreibt sogar letztes Jahr schon, nur fürs Protokoll, ja, so, dass die BND und Bundesregierung gegen die deutschen Interessen agieren und handeln. Das stand schon vor dem Beginn der Flüchtlingskrise drin. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und den Amtseid mal rausgeschrieben. Da steht nämlich, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Und vor allem ein Teil ist da interessant, seinen Nutzen mehren. Wessen Nutzen wird denn da gemehrt? Also unser Nutzen. Also wir haben offensichtlich einen Nutzen für irgendjemand. Ich habe das neulich mal aufgeschnappt, das könnt ihr gerne mal mitnehmen zum Nachdenken. Wir haben einen gewissen Nutzen. Und wieso sollen wir eigentlich denken, dass unsere führenden Politiker an der Spitze von einem Protestmarsch laufen, wenn sich hinterher herausstellt, es war eine Nebenstraße in Paris und die wurden abgeschirmt von den Demonstranten? Ja, hinterher haben sie sich alle entschuldigt, ja, das ging ja nicht sicherheitsmäßig, die ganzen Staatschefs, bla 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 und so weiter. Blödsinn. Interessant ist noch hier, es war ja auch eine Demo für Pressefreiheit, es ging um irgendeinen Anschlag in Frankreich, ich habe vergessen, welcher es waren zu viele mittlerweile. Das ist das Originalfoto und jetzt ein anderes Foto, hups, was ist passiert? Nochmal, Merkel, hier haben wir Netanyahu, Hollande, Merkel, Abbas. Und plötzlich
hüpft Abbas neben Hollande und was ist passiert? Nun ja, bei einer Demo für Pressefreiheit ist es natürlich schon witzig, wenn ultrakonservative Zeitungen ein Foto von der Merkel so retuschieren, dass man sie nicht zeigen darf, weil sie ist eine Frau. Also musste auf einer Demo für Pressefreiheit musste das Bild von ihr leider verschwinden. Hat jemand dann sich die Mühe gemacht, das mal ein bisschen auszugleichen? Ist schon interessant, was auf der Welt alles passiert, wirklich. Ja. Oder nehmen wir zum Beispiel dieses Bild hier. Ja? Der WDR 5 im Tagesgespräch meldet russische Panzer auf dem Vormarsch in der Ukraine. Mit aktuellem Foto. Genauso die Huffington Post, die hat am 20. August 2014 gemeldet, sie haben praktisch jedes Haus zerstört. Gleiches Foto. Blöd nur, dass NTV im Jahr 2009 dieses Foto schon gebracht hat, nämlich von einem russischen Manöver im Kaukasus. Doof. Ist auch wirklich zu blöd. Ja, und ich habe was gefunden hier, einen Tagesthemenausschnitt vom 20.05.2014. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn wir zuletzt aus der Ostukraine berichtet haben, dann standen meist die im Fokus, die sich vermummt und schwer bewaffnet abspalten wollen von Kiew. Heute wurde eindrucksvoll deutlich, das muss nicht die Meinung der Mehrheit sein, unsere Tagesthemen. Tausende Menschen in der Ostukraine folgen dem Aufruf des Milliardärs Achmetow und protestieren gegen die Separatisten auch mit einem Autokorso. Heute passierte in der Ostukraine... Tut mir leid, ich kann die nicht hören. Ich erzähle euch, um was es geht. Also, dieses Video zeigt uns, wie in einem Stadion in der Ukraine Tausende, Zehntausende quasi gefeiert haben und Rinat Akhmetov hat dazu aufgerufen, einer der Oligarchen, großer Milliardär, und man hat in der Einstellung gesehen, das ganze Stadion ist voll. Wenn man aber Handyvideos anschaut von diesem Ganzen, dann sieht man, dass da nicht Zehntausende Menschen in diesem Stadion gesessen sind, sondern dass da, Moment, ich muss es nochmal loslaufen lassen, dass man mit einer geschickten Auswahl der Kamerapositionen 300 Leute als das ganze Stadion verkauft hat. Und dieser Autokorso, von dem die Sprecherin da gesprochen hat, das waren 10 Autos. Also man hat uns den Mehrheitswillen der Ukraine mit 300 Leuten verkaufen wollen. Und wieso? Ist denn das nicht aufgefallen, dass das gegen den Pressekodex verstoßen hat? Also hier oben zehntausende Menschen, unten die ganzen Ränge waren leer. Es war wirklich nur ein einziger Block, der da mehr oder weniger mit Leuten voll war. Und die wurden alle dahin bestellt und auch noch bezahlt dafür. Oder dieses Video zeigt, im Jahr 2011 hat Bashar al-Assad, blutiges Regime, wurde quasi dargelegt, was für ein brutales Regime das doch ist, was denn der für ein schlimmer Mensch ist. Und bei diesem Video werden gezeigt, wie politische Gefangene brutalst misshandelt werden und geschlagen werden. Und man sieht jetzt mal wieder, dass Assad wirklich ein Despot ist, der auf seine Untertanen einprügelt und so weiter und so fort. Also hier, dieser Reporter hat da noch gesagt, dass man ihm diese Sachen zugespielt hat auf geheimen Wegen und so weiter. Auch hier ist es natürlich blöd, wenn man nicht weiß, dass es ein Internet gibt, weil wenn man sich das Ganze nochmal anschaut, ein arabischer Sender hat im Jahr 2007 auch etwas berichtet. Und wenn wir uns diese Bilder mal nebeneinander stellen, dann stellen wir fest, das ist genau das gleiche Bild, nämlich das waren die irakischen Truppen, die von den Amerikanern eingesetzt worden sind und die irakische Bevölkerung quasi niedergeknüppelt haben. Also sprich, wieder ein ganz klarer Beweis dafür, dass es hier zu einer Bildmanipulation kam. Also sprich, man hat Bildmaterial aus einem ganz anderen Zusammenhang genommen und hat sie da reingepackt, wo es einem politisch und eben jetzt gepasst hat. Und wie war es denn damit mit dem Pressekodex? Wie war das nochmal? Was stand da drin? Achtung vor der Wahrheit, Glaubwürdigkeit und war dann auch nicht was mit Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit? Habe ich mich da vorhin verlesen oder was war das? Und es gibt noch ein paar Präambeln, also es gibt ja insgesamt 12. Und was steht denn in der Nummer 2 drin? Ja, bei der Nummer 2 steht zum Thema Sorgfalt: Recherche ist unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt. Zur Veröffentlichung bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik
sind mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Ihr Sinn darf durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschriftung weder entstellt noch verfälscht werden. Unbestätigte Meldungen, Gerüchte und Vermutungen sind als solche erkennbar zu machen. Also genau recherchieren steht da, Sinn darf nicht entstellt werden oder verfälscht werden. Okay. Im Jahr 2016, Januar, hat der Spiegel einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Der Märchenonkel, einen Artikel über den Publizisten Jürgen Todenhöfer und seine Reise zum sogenannten Islamischen Staat. In dem Artikel kam ein Mitreisender ausführlich zu Wort, der sich mit den Todenhöfers zerstritten hatte und scharfe Kritik an den Methoden von Jürgen Todenhöfer geäußert hat. Todenhöfer selber ging juristisch gegen den Text vor und hat im August hat er diesen Jahres vor dem Hamburger Landgericht gewonnen. Sein Sohn, der die Reise mitgemacht hat, der rechnet mit dem Spiegel ab, weil nämlich dieser Artikel gegen alle Grundsätze der zulässigen Verdachtsberichterstattung verstößt und er enthält auch zahlreiche Unwahrheiten. Wenn ich weiß, was eine Unwahrheit ist, das ist eine Lüge, ja, über Jürgen und Frederik Todenhöfer über die Reise. Jürgen Todenhöfer hat den Spiegel und die Verfasserin dieser schlampig recherchierten Artikel vor der Pressekammer in Hamburg auf Unterlassung in 14 Punkten verklagt und sie mussten in allen Punkten die verlangten Unterlassungserklärungen abgeben. Keine der Passagen darf jemals wiederholt werden und der Artikel, der nach der Streichung ausgeschaut hat wie ein gerupftes Huhn, musste gelöscht werden. Also ein 100%iger Sieg für Jürgen Todenhöfer. Und sein Sohn hat geschildert, wie schlampig und einseitig dieser Bericht eigentlich zustande kam. Nach Angaben des Spiegels haben sie 6 Monate lang mit ihrem einzigen Informanten gesprochen und seinem Vater und ihm haben sie 3 Tage vor der Veröffentlichung einen Fragebogen mit 10 Fragen zugeschickt und haben ihnen dann für die Beantwortung großzügigerweise insgesamt 8 Stunden Zeit gewährt. Und an der Wahrheit bestand überhaupt kein Interesse. Es ging nur darum, die Glaubwürdigkeit von Jürgen Todenhöfer zu zerstören, denn die US-Fanboys von der Alster, die wussten ganz genau, dass hier Todenhöfer nicht das sagen würde, was in das Narrativ reingehört, sondern er würde mit einer ganz anderen Geschichte um die Ecke kommen. Und auch ganz besonders möchte ich darauf hinweisen, dass er erst Ende September in Syrien war und hat mit einem der Kommandeure der Al-Nusra gesprochen und dieses Interview wurde Gott sei Dank nicht verheimlicht, sondern im Kölner Stadtanzeiger veröffentlicht. Und was in diesem Interview drinsteht, ist in kurzen Punkten zusammengefasst: Die Geldgeber der Terroristen in Syrien sind Saudi-Arabien, Katar und Kuwait. Die Führer des IS arbeiten mit den westlichen Geheimdiensten zusammen. Die USA selber liefern direkt die Tow-Raketen, mit denen sie erfolgreich die russischen Hubschrauber abschießen. Die Panzer kommen aus Libyen, über die Türkei, wie auch die BMs, also die Mehrfachraketenwerfer. Die Offiziere aus der Türkei, aus Katar, Saudi-Arabien, Israel und Amerika sind die Berater von diesen Terroristen. Sie bekommen Hilfe mit Satelliten, Raketen, Aufklärungsarbeiten und thermischen Überwachungskameras. Und die Terroristen haben ein Desinteresse an einem Waffenstillstand und an internationalen Hilfskonvois. Ziel von denen ist die Eroberung von Syrien, danach der arabischen Welt und dann von Europa. Kölner Stadtanzeiger. Endlich mal ein Medium, das es gebracht hat. Und wie reagiert die Presse dann auf seine Reisen? Er wird als Vulgärpazifist bezeichnet, als ein verwirrter Träumer und muss Kritik und Häme einstecken. Aber er geht seinen Weg und das ist bewundernswert. Er verdient keine Kritik, sondern Lob und von ihm könnte sich so mancher Journalist wirklich auch eine Scheibe abschneiden. Ja. Also wie war das? Sorgfaltspflicht, genau nachschauen, beide Seiten befragen. Und es gibt viele Präambeln und Ziffern und ich habe mir nur noch eine rausgesucht, sonst wären wir ja nie fertig hier. Ja, die Ziffer 12, da geht es um Diskriminierungen. Da steht, niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden. Aha. Diskriminierungen. Okay, also was wir erleben in den letzten Jahren, das ist schon wirklich jenseits von Gut und Böse. Eine Hetze gegenüber Russland und natürlich auch speziell über den Präsidenten, Präsident Putin. Und da hat sich mal jemand über einen gewissen Zeitraum die Mühe gemacht, zu zählen, wie viele Berichte über Russland gemacht worden sind. Also die Liste ist folgendermaßen: hier positive Berichte, neutrale, negativ und Negativquote. Positiv 0. Und wir sehen, welche Medien hier drin sind und wir sehen, wie viele neutrale und negative. Und
krönender Abschluss dieses Ganzes, des Ganzen ist Spiegel mit 79% Negativquote. Juhu, die Fanboys von der Alster. Ja. Jetzt könnte man ja argumentieren, naja, es gibt halt einfach nicht so viele positiven Geschichten in Russland. Das ist halt so ein dunkles Land, da kann man halt auch nichts Gutes berichten. Sollte man meinen, ja? Stimmt nicht. Weil ich habe nämlich eine tolle Geschichte, könnt ihr auch anschauen bei uns im Kanal. Hans Reininger ist Flieger aus dem Allgäu, Privatflieger, und er hat es geschafft, mit 20 Sportflugzeugen von Deutschland nach St. Petersburg zu fliegen, mit Genehmigung aus dem Büro von Putin. Hat ewig gedauert und dann hat er, Putin hat gesagt, das machen wir, und dann sind die geflogen, mit Begleitschutz von russischen Flugzeugen, mit sehr viel Berichterstattung in den russischen Medien, Völkerverständigung, Presse, Medien, Fernsehen, Print, alles war da. Und er hat mir eine Geschichte erzählt, die war wirklich fantastisch. Er war ja bei mir im Studio, er hat von einem russischen Piloten ein Stück Granatensplitter vom Zweiten Weltkrieg aus Stalingrad bekommen, einen deutschen Granatensplitter. Und er hat den von seinem Großvater geerbt, also von seinem Vater, und hat immer so diesen Zorn auf Deutschland gehabt. Und mit der symbolischen Übergabe von dem Splitter an den Hans hat er gesagt, so, für ihn ist jetzt der Krieg beendet, jetzt sind wir Frieden, jetzt sind wir endlich, sind wir da. Okay, das war die Geschichte. Und was hat der Hans gemacht? Der kam zurück voller Euphorie und dachte, Mensch, juhu, endlich mal was Tolles, und geht damit zur Süddeutschen, geht damit zur TZ, geht damit zum Merkur und geht zu den ganzen Verlagshäusern und sagt, hey Leute, ich habe eine tolle Geschichte für euch. Weiß nicht, nicht von Interesse. Tolles Interview. Und übrigens kommen die russischen Freunde hierher, machen Ausflug in Kempten unten. Große Nummer, wirklich, ja. Ich finde, das Wort Lückenpresse passt auch wirklich ganz gut. Ihr erinnert euch vielleicht, viele haben es von euch mitbekommen, dass es im Frühjahr diesen Jahres in der Ukraine, und zwar von Seiten der Westukraine aus, nicht die Separatisten im Osten, sondern die Westukraine aus, die haben gigantische Friedensmärsche veranstaltet, von überall her nach Kiew, Sternmärsche, angeführt von russisch-orthodoxen Priestern, und es waren Zehntausende unterwegs, die da gelaufen sind. Habt ihr davon irgendetwas in den deutschen Medien jemals gehört, in den Massenmedien? Gar nichts. Null. Nada. Niente. Und hier auch nochmal eine Auflistung. Die Top 10 Länder mit der höchsten Zahl negativer Russlandberichte in der Zeit vom 1. bis 7. Februar 2016. Also hier zur Erklärung. Negativ ist dunkellila, mäßig negativ ist helllila, neutral ist braun, grün ist mäßig positiv und gelb ist positiv. Und wir sehen, dass wir wirklich Weltmeister sind im Russenbashing. Das schafft kein Land auf dieser Erde, so gegen Russland zu hetzen, wie es in unserem Land stattfindet. Und das ist eine Frage, die ich mir immer und immer wieder stelle, und ich will darauf Antworten haben. Wieso müssen wir glauben, dass dieses Land die Inkarnation des Bösen ist? Wieso sollen wir glauben, dass dieser Mann der neue Hitler ist? Und es gibt hunderte von Artikeln und Schlagzeilen und Headlines und Coverfotos, wo ihn zeigen. Es ist wie eine Art Wettbewerb, ja? Wer macht das gruseligste Putin-Cover, wie wenn es einen Preis dafür geben würde. Und das für mich Geschmacklose ist das da. Man sieht Putin oberkörperfrei an einem Kamin lehnend mit einem Gewehr und all seine Trophäen, die er an der Wand hat, unter anderem MH17, abgeschossen. Als abgeschossene Trophäe. Okay? Und dann gibt es Leute in unserer Gesellschaft, hohe führende Persönlichkeiten, wie zum Beispiel diesen Herrn hier, der permanent endlose Hetzreden gegen Russland absondert. Anders Fogh Rasmussen war mal dänischer Ministerpräsident 2003 schon und hat massiv für den Irakkrieg geworben und auch ehemaliger NATO-Generalsekretär. Der hat jetzt gerade im September 2016 einen Kommentar im Wall Street Journal gebracht oder hat man von ihm abgedruckt, und darin erklärt er, dass die USA den Weltpolizisten spielen müssen, um Autokraten wie Wladimir Putin etwas entgegenzusetzen. Also Amerika ist nach seiner Meinung ein Polizist, der die Ordnung wiederherstellt, ein Feuerwehrmann, der die Flammen des Konfliktes löscht, und eine Art Bürgermeister, der smart und mit Augenmaß den Wiederaufbau leitet. Ebenso lobt er die USA für ihre Führungsrolle in der internationalen Ordnung, welche nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurde und welche eine nie zuvor dagewesene Periode des Friedens, des Fortschritts und des Wohlstands für die Welt geschaffen hat.
Die Toten von Korea, Vietnam, Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen und so weiter scheinen bei diesen Gedanken in diesem kranken Gehirn überhaupt keine Rolle zu spielen. Und ich frage mich, wann irgendwann mal ein verantwortungsvoller Psychiater kommt und den Menschen einfach einweist. Ja? Das ist eine lebende Handgranate ohne Splint. Und die einzige Antwort, die man ihm eigentlich geben könnte, ist das da. Für die, die es nicht gesehen haben, genau. NATO bestätigt, NATO meldet, NATO teilt mit, NATO gibt bekannt und so weiter und so fort. Und diese Meldung wird dann von allen anderen Sendeanstalten aufgegriffen und weiter verbreitet und dann wird aus einer bloßen Behauptung, wird dann Gewissheit. Weil alle können ja nicht lügen. Das geht ja nicht. Das wäre unmöglich. Nein. Alle lügen auch nicht, aber alle sind entweder zu faul, zu blöd oder einfach nicht willens genug, um wirklich über die Wahrheit zu berichten. Dann würde ja das ganze Kartenhaus der Manipulation und Propaganda würde ja einfach in sich zusammenfallen. Und gerade deutsche Medien greifen nur allzu gern die Verlautbarungen der NATO auf und machen damit Schlagzeilen, wie hier zum Beispiel Locus Online. Ja? Russische Kampfpanzer dringen mit Panzern in die Ukraine ein, das war kein Versprecher. Fotos und Beweise gibt es zwar nicht, ja? Aber was spielt das schon für eine Rolle? Die werden ja die Wahrheit schon sagen. Ja? So bestätigt, gleich zweimal im Anfang, bestätigt und bestätigt. Russische Truppenbewegung, russische Kampftruppen und so weiter. Und allen voran unsere Blödzeitung, ganz vorne mit dabei, dröhnende Schlagzeilen, kriegt man jeden Tag um die Ohren gehauen. Wie gefährlich sind Putins Bomber über Europa? Und Gott sei Dank haben wir ja jetzt im Baltikum unsere Jungs stationiert, die mit ihren Eurofightern da fliegen. Bei Eurofightern ist es so, die fliegen schon toll, aber Krieg sollte nicht sein, weil es ist doof und kalt soll es auch nicht sein und nachts soll es auch nicht sein, aber sonst sind es eigentlich ganz gute Flugzeuge, habe ich gehört. Ja? Kostet auch nur 120 Millionen einer. Und schon wieder ist es soweit, die deutschen Truppen sind im Baltikum, hatten wir auch schon mal, war jetzt keine so große Erfolgsgeschichte. Ne? Und dann wollen wir an dieser Stelle nochmal auf den Vorwurf Lügenpresse eingehen. Also das waren jetzt wirklich nur ein paar Beispiele von Tausenden von Berichten, von Sendungen, die permanent auf uns herniederreinprasseln. Ja? In allen Bereichen in unserem Leben. Erinnert euch nur an die unsägliche Hetze gegenüber die Sportler von Russland in Olympia. Egal in welchem Bereich, man kann immer noch eine Geschichte draus stricken, um es Russland in die Schuhe zu schieben. Vielleicht kennt ihr das Foto von der Serena Williams und dieser mit der Tennisspielerin. Man sieht, ich habe es leider nicht mehr gefunden, man sieht die aufgepumpte Serena Williams wirklich voller Testosteron und Muckis wie ein Mann und nebendran eine hübsche, schlanke russische Tennisspielerin, aber die ist gedopt. Ja. Und die, also wenn wir uns jetzt den Pressekodex überhaupt mal anschauen, dann stellen wir fest, das wird überhaupt nicht beachtet. Das interessiert gar niemand. Dann es gibt ständige Verstöße gegen alle Grundsätze und der Vorwurf Lügenpresse, der ist eigentlich falsch. Er müsste eigentlich heißen Hetzpresse. Und diesen Vorwurf müssen sich wirklich alle gefallen lassen, die als mediale Büchsenspanner für diese ganzen Konflikte mitverantwortlich sind. Es sind Lügner. Ihr seid Lügner. Und schreibt es euch in den Spiegel, jeden Morgen, wenn ihr aufsteht und euch ins Gesicht schaut, ihr seid Lügner. An euren Händen klebt das Blut von Millionen Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, deren Länder verheert worden sind, weil ihr diese falschen Nachrichten weitergegeben habt. Wie hat das Brecht mal gesagt? Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Wer die Wahrheit kennt und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Das hat die Sevim Dagdelen erstmal der Karin Eckert, Göring Eckert im Bundestag um die Ohren kauen, als es auch um die Ukraine ging. Also, wir erinnern uns mal, was jetzt eigentlich hier passiert auf der Welt. Als es mit der deutschen Wiedervereinigung, als da der Kalte Krieg dann endlich zu Ende ging, wurde der Warschauer Pakt damals aufgelöst. Die NATO ist aber bestehen geblieben. Das war schon mal das Erste, was sehr seltsam war. Es wurde vereinbart damals, dass es zu keiner NATO-Osterweiterung kommt. Das ist 1990 und irgendwie haben das die Generäle im Pentagon bei der NATO nicht wirklich verstanden, was es heißt, keine Osterweiterung. Weil wenn wir uns 2009 anschauen, dann ist es das. Habt ihr gesehen, wie die russische Grenze in Richtung der NATO gehüpft ist? Nochmal zurück. Zack,
Wahnsinn, unglaublich. Wie macht die russische Grenze das? Ja? Ein sehr aufschlussreiches Interview, das als Art Hausaufgabe zu sehen ist, für den, der es noch nicht gesehen hat, ist von diesem Herrn, ich glaube, dieses Jahr veröffentlicht worden. Der Mann ist George Friedman. Und seine Position ist, er ist sozusagen der Vorsitzende oder Generalsekretär oder halt irgendwie der Chef von einem Think Tank, von so einer Fabrik, so einer Denkfabrik, von so einer Fabrik, die quasi Meinungen vorgibt und Meinungen anschießt, nämlich von Stratfor, das heißt Strategic Forecasting. Und er hat in einem sehr aufschlussreichen Vortrag und dann Frage-Antworten-Stunde hat er erklärt, dass es die oberste Prämisse der amerikanischen Außenpolitik der letzten 100 Jahre war, Russland und Deutschland zu entzweien. Das ist also quasi, das war die Hauptagenda, die die US-Administrationen von Anfang an hatten. Und wenn ich jetzt mal so zurückdenke, so 100 Jahre, okay, wir haben jetzt 1916, oh, das war während dem Ersten Weltkrieg. Ja, heißt denn, dass ich jetzt über den Ersten Weltkrieg nochmal neu nachdenken muss? Oh, und wann später war ja noch, der Zweite Weltkrieg, müssen wir auch neu nachdenken oder so, aber das darf ich nicht. Das ist illegal. Dann darf ich nicht drüber nachdenken und deswegen machen wir das jetzt heute auch nicht. Aber das ist eine wirklich entscheidende Aussage, die der Mann damals getroffen hat, dass es also nicht erst seit kurzem ist, dass man uns auseinandertrennen will, sondern dass es wirklich oberste Prämisse war. Und vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, warum sich unsere Schreiberlinge, warum unsere Politik auch wirklich die ganze Zeit diese Mühe macht, um uns zu entzweien. Und es gibt, wenn man genau nachschaut, immer wieder Menschen, die ein bisschen von der Wahrheit durchschlüpfen lassen. Ja, einer der großen englischen Staatsmänner, müsste man eigentlich auch Staatsverbrecher dazu sagen, aber so ist halt die Geschichte, es verdreht dann oft alles, der hat damals gesagt, derjenige muss blind sein, der nicht sehen kann, dass hier auf Erden ein großes Vorhaben, ein großer Plan ausgeführt wird, an dessen Verwirklichung wir als treue Knechte mitwirken dürfen. Sollte man mal drüber nachdenken, finde ich. Ja? Also, was ist denn das für ein Plan? Im August in diesem Jahr hat dieser Mensch, dessen Namen ich verdrängt habe, gesagt, dass es Kritik gab, dass der Krieg im Jemen nicht so viel Berichterstattung bekommt. Und seine Argumentation live in der Sendung war dann eben, dass der Krieg in Syrien so viel Platz einnimmt, dass es also nicht mehr möglich ist, jetzt den Krieg in Jemen auch noch journalistisch aufzuarbeiten. Das sagt er nach 3 Wochen Olympia, Kugelstoßen, Volleyball und Gedöns, wo hunderte Stunden zugepflastert worden sind in den Öffentlich-Rechtlichen und da hat er nichts von dem Jemen erzählt. Und ich habe ein paar Dinge aus dem Jemen gefunden, was letztes Jahr im Sommer passiert ist. Ich möchte euch einfach mal bitten, diese Bilder anzuschauen, was da eigentlich wirklich passiert und warum es sein könnte, dass wir davon jetzt nichts erfahren, was für Waffen wir da eigentlich gerade sehen, die da im Einsatz sind, welche Art von Explosionswolke sich da gerade ergibt und welche unglaubliche Energiemenge da rauskommt. Wie war das mit dem Raumzeitkontinuum? Atombomben sind kurze Explosionen von Raumzeitenergie. Aller Wahrscheinlichkeit nach, ich kann es nicht verifizieren, ja, ich kann das nicht bestätigen, waren das taktische Atomwaffen, die da eingesetzt worden sind. Im Jemen, letztes Jahr, von saudischen Flugzeugen abgeworfen, die die Amerikaner natürlich geliefert haben. Oder zum Beispiel, wenn wir uns Damaskus anschauen, vor 3 Jahren, am 13. Mai. Ich habe 3 Bilder gefunden, alle den gleichen Bildausschnitt. Das Interessante ist dann eben nicht nur diese Größe dieser Wolke, sondern die Art und Weise, wie die Wolke dann eben hier einen ganz charakteristischen Eindruck hinterlässt. Davon haben wir alle nichts gehört in den Medien, gell? Ja, ich denke, jedes Bild sagt eigentlich mehr als 1000 Worte. Und da liegen die Ursachen der ganzen Probleme. Und es gibt sogar Generäle, die Agenda oder Ex-Generäle, die die Agenda der Amerikaner öffentlich machen. Man muss es nur in dem richtigen Kontext sehen. Das ist jetzt Englisch, ihr werdet den Sinn trotzdem verstehen. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and
And Deputy Secretary Wolfowitz, I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who had used to work for me. And one of the generals called me and he said, sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second. I said, well, you're too busy. He said, no. He says, we've made the decision. We're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq. Why? He said, I don't know. He said, I guess they don't know what else to do. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years. Starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finishing off Iran. Das war General Wesley Clark in einer Talkrunde mit Amy Goodman. Die hat ist auch eine sehr berühmte Wahrheitskämpferin in Amerika. Democracy Now! Ist der ihr Kanal. Und er war ehemaliger Supreme Allied Commander Europe, also der Chef der Vereinigten Streitkräfte von Europa und damals auch einer der Oberbefehlshaber 99 im Kosovo-Krieg. Und nur mal, zu wiederholen, am 10 Tage nach dem 11. September hat er im Pentagon Kollegen getroffen, andere Militärs getroffen, die gesagt haben, we made the decision to go to war with Iraq. Also 10 Tage nach 9/11 hatten die schon den Plan, im Irak einzumarschieren. Und why? I don't know. Ja, das war die Antwort. Und später dann hat er gesagt, dass es einen Plan gab, wie man innerhalb von 5 Jahren 7 Länder ausnocken möchte. Das war der Langzeitplan des Pentagon. Und es existiert eben dieser Langzeitplan zur kompletten Umgestaltung dieser Länder oder anders gesagt, diese Länder zu ruinieren und die bestehenden Staatsformen zu zerstören. Das ist der Plan, den das Pentagon schon 2001 oder schon vorher hatte. Und die bisherige Bilanz von diesem Plan: In Afghanistan ist seit 15 Jahren Krieg, ein Zustand, der sich dort offensichtlich seit Generationen überhaupt nicht ändert. Und der Irak wurde seit 2003 zurückgebombt auf den Status vom 19. Jahrhundert, vielleicht sogar noch mehr. Libyen wird quasi nur noch von Terrorbanden regiert oder terrorisiert. Und Syrien ist ein nicht enden wollender Albtraum geworden. Wir haben mittlerweile mindestens 3 Millionen tote Muslime weltweit. Tendenz steigen, da natürlich durch den massiven Einsatz von Uranmunition die ganzen Länder verstrahlt sind für die nächsten Jahrtausende und die Folgen davon sind ja noch nicht mal absehbar. Und es gibt Intellektuelle, die sich mit diesen Thematiken auseinandersetzen und da gibt es dabei noch eben einen ganz anderen Plan dieser herrschenden Elite, nämlich Massenmigration als Waffe. Eine gewisse Kelly Greenhill aus Boston, die hat ein äußerst erhellendes Buch geschrieben, das im deutschen Kopfverlag übersetzt worden ist, nämlich Massenmigration als Waffe. Und da steht mehr oder weniger drin, das ist die wissenschaftliche Beschreibung der Flüchtlingskatastrophe, die wir jetzt alle erleben, und wie sie dazu benutzt wird, um Staaten zu destabilisieren. Äußerst spannend, muss ich gestehen. Die Politiker sollten da mal kurz reinschauen. Und wenn unsere Politiker sich schon darüber unterhalten, dass man die Fluchtursachen bekämpfen möchte, und dann schlage ich einfach vor, dass sie die wahren Schuldigen dieser Katastrophe einfach mal beim Namen nennen. Wie wäre das denn? Ja? Es war nämlich der Überfall auf den Irak, der den IS erst in die Welt gesetzt hat. Es war der vom Westen forcierte Krieg gegen Syrien, der den IS so richtig hat aufblühen lassen. Und es war der Sturz von Gaddafi und die Bombardierung von Libyen und die Destabilisierung durch die NATO, die den Islamisten in Nordafrika so richtigen Schwung brachte und die Fluchtroute über Libyen und das Mittelmeer nach Italien so richtig eröffnet hat. Gaddafi hat gesagt, wenn er mich ausschaltet, wird ganz Afrika sich auf den Weg machen. Und genau das ist passiert. Und diese Zusammenhänge, die sind kausal. Und nicht wegzudiskutieren, aber sie werden von der transatlantischen, ich darf es wirklich so sagen, Lügenpresse, die an all diesen Verbrechen aktiv mitgewirkt hat, einfach dröhnend totgeschwiegen. Dröhnendes Schweigen. Und ich muss gestehen, mir war das alles schon bekannt. Ich habe 2003 hier ein Buch auf dem Tisch gefunden. Danke, Olli. Mansur Khan, Jahrgang 68, gar nicht viel älter wie ich, aber ein schlauer Kopf, der das alles mal so richtig aufgelistet hat. Und ich habe hier eine Liste, die habe ich schon mal gezeigt, jetzt rolle ich sie einfach mal aus. Diese Liste habe ich einfach mal ausgerollt und kopiert. Das sind die letzten Seiten von diesem Buch. Da ist nämlich aufgelistet, wie viele Kriege Amerika seit Beginn der Unabhängigkeitskriege angefangen hat. Und sie ist nicht vollständig, es fehlen seit 2003 noch ein paar Seiten. Bitte sinnvoll zu ergänzen. Das heißt also,
das Ganze ist kein Neuzustand, sondern das war der Normalzustand. Oder, wie es dieser Herr ausgedrückt hat, wir können ohne Konflikt nicht leben. Eine Welt, die befriedet ist, ist heutzutage nicht im amerikanischen Interesse. Sie können es gar nicht. Oder hier, um mal jetzt auf das Wesentliche zu kommen, warum das eigentlich so ist, warum wir nicht richtig informiert werden, ein Zitat von Nietzsche, der da sagt, manchmal wollen die Menschen die Wahrheit nicht hören, denn das würde ihre ganze Illusion zerstören. Und das mag für viele zutreffen, aber bei weitem nicht eben für alle Menschen, sonst wären wir jetzt alle nicht zusammen, oder? Was außer der Suche nach Wahrheit hat uns eigentlich alle hier zusammengetragen, ja? Und doch gibt es so viele Menschen auf der Welt, die sind wie paralysiert und die sehen offenen Auges ihrem eigenen Untergang entgegen, anstatt sich gegen dieses System aufzulehnen und eine bessere Welt zu schaffen. Und ich frage mich eben schon seit Jahren, wie die das immer schaffen, uns so komplett zu verarschen. Das habe ich mich schon tausende Male gefragt in meinem Leben, aber so langsam komme ich der Lösung näher und ich bin Gott sei Dank nicht der Einzige, der sich diese Fragen stellt. Und es gibt Gott sei Dank Leute, die sind viel, viel schlauer wie ich, die sich damit beschäftigen. Und einer, der mir wirklich sehr, sehr viele Antworten gegeben hat, das ist ein Mann, der auf seine alten Tage hin noch ein wirklich YouTube-Rockstar geworden ist. Und der hat mit seinem Vortrag aufgezeigt, wie sehr und vor allem wie lange wir schon mit der übelsten Propaganda betrogen und belogen werden. Und das ist nämlich der Professor Rainer Mausfeld von der Uni in Kiel. Wer den nicht gesehen hat, muss den heute Abend noch runterladen und spätestens morgen Abend angeschaut haben. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Vortrag, der jetzt bestimmt schon Hunderttausende, wenn nicht eine Million Mal geklickt worden ist. Ist ein bisschen zäh im Anbiss, aber kraftvoll in der Verdauung, hat einer bei YouTube geschrieben. Ja, er redet ein bisschen verschwurbelt in so akademischen Sätzen, zum Beispiel, ja, so Hinweise darauf gibt es in Abundanz. Und ich so, was ist das, ein Vorort von Konstanz oder was ist Abundanz? Ach, in Abundance, im Überfluss. Ach so, Hinweise gibt es im Überfluss und so. Also der Mann ist Akademiker und man muss das vielleicht mal ein bisschen mehrfach anhören, aber es gibt es auch als Transkript im Internet zu finden. Propagandaschau.com, wenn ihr anschaut, findet ihr auch das Transkript. Und das Besondere an diesem Vortrag ist einfach, er zeigt die Mechanismen auf, wie wir von der Illusion der Informiertheit quasi manipuliert werden. Oder anders gesagt, wir leiden an einer Krankheit und wir wissen gar nicht, dass wir daran leiden, nämlich die Illusion der Informiertheit. Das bedeutet, der Bürger schlägt am Vormittag seine Süddeutsche auf, vormittags hört er im Auto Bayern 5 aktuell, denn alle 15 Minuten kann sich die Welt verändern, wissen wir ja. Dann mittags wird bei Google Online vorbeigeschaut, vielleicht noch Spiegel Online. Am Abend kommt dann die Tagesschau, Tagesthemen, Heute-Journal, was auch immer. Und dann geht der Bürger am Abend ins Bett mit dem allumfassenden Gefühl der Informiertheit und merkt gar nicht, dass er vom Wort Guten Abend an belogen worden ist. Ja, das ist die Quintessenz, die dieser Mann in seinem Vortrag bringt. Und das kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Es gibt auch ein Interview mit Ken Jebsen mit ihm, kann ich wirklich nur ans Herz legen. Er bringt es auf zwei Punkte in diesem Vortrag. Das eine ist Fragmentierung und Rekontextualisierung. Also Fragmentierung bedeutet, man nimmt ein Themengebiet, Syrienkrieg, zerreißt es in 1000 einzelne Stücke und packt die Stücke in einen neuen Kontext zusammen. Und damit wird der ganze offensichtliche Vorgang, der da wirklich passiert, unsichtbar gemacht. Hidden in plain sight, sagen die Amerikaner dazu auch. Versteckt vor allen Augen sozusagen. Also, kann ich euch nur ans Herz legen, der Mann hat da Pionierarbeit geleistet und hätte nicht gedacht, dass dieser Vortrag wirklich so viel Resonanz bringt und auch so viel Feedback ihm dann noch einbringt. Oder wie es Mr. Bevin, der ehemalige britische Außenminister, schon mal gesagt hat, a newspaper has three things to do, das ist ein D, Entschuldigung, has three things to do. One is to amuse, another is to entertain, and the rest is to mislead. Also auf Deutsch, eine Zeitung hat drei Dinge zu tun. Das eine ist zu amüsieren, das andere ist zu unterhalten und der Rest ist Irreführung. Und das hat er gesagt auf der Außenministerkonferenz am 10. Februar 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg. Also damals war das schon Standard, dass das die Aufgabe der Medien ist. Und die meisten Menschen sind sich dessen überhaupt nicht bewusst, wenn sie am Abend Promi Big Brother anschauen oder sonst irgendwie eine Schmonzette, die über den Bildschirm flimmert, dass sie jetzt im Endeffekt dieses Bild vor sich haben. Ja, so. Oder wie es John Lennon einmal ausgedrückt hat, unsere Gesellschaft wird von wahnsinnigen Leuten mit wahnsinnigen Zielen angeführt. Ich denke, wir werden von Verrückten gesteuert,
um deren verrückte Pläne zu erfüllen, und ich denke, ich kann als verrückt betrachtet werden, wenn ich das anspreche. Das ist es, was verrückt dabei ist. So, ich muss aber nochmal den Bogen schließen zum eigentlichen Thema dieses Vortrags, ja? So nach dem Motto Medien, Propaganda, wahrhaftige Berichterstattung damit. Und ich kann es diesen Menschen, die in unserem System arbeiten, die massiv in diesem System arbeiten und drin gefangen sind, kann ich es nur mit ans Herz legen, löst euch daraus, macht nicht mehr mit, weil die Rechnung wird auf jeden Fall kommen. Und das Abschlusszitat von diesem Vortrag, das bekommt ein Mann, das ist eine geschichtliche Person in Deutschland, nämlich Theodor Körner, der war damals General bei den napoleonischen Kämpfen Anfang des 19. Jahrhunderts, 1812. Es gab nämlich auf Seiten der Deutschen auch sehr viele Mitläufer, die dafür gesorgt haben, dass Napoleon hier Fuß fassen konnte und die dieses System von ihm unterstützt haben. Und es gab einen Spruch, den Körner diesen Mitläufern an den Kopf geschmissen hat. Ich kann ihn auswendig. Noch sitzt ihr dort oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten. Dann richtet das Volk und dann gnade euch Gott. Ich danke euch.